Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Wir haben in der letzten Folge die Fischer gebaut, wenn ich mich jetzt nicht irre. Es ist schon wieder eine fucking Woche her, seitdem ich das letzte Mal jetzt aufgenommen habe. Fühlt sich so nach einer Ewigkeit an und ich habe mich so auf diese Aufnahme wieder gefreut. Ich will dieses Spiel unbedingt weiterspielen und ich würde sagen, einfach Leertaste. So, wie war unser Stand? Wir machen plus 39 Gold. Der Rest sieht auch ganz gut aus. Nur. No. Falls euch auffällt, wir nehmen jetzt in 60 FPS auf. Was ist denn Arbeitslos? Es gibt zwei Arbeitslose bei uns. Was ist das denn? Ja, da war ja. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das jetzt? Alles voll. Wie schaut's bei den Fischern aus? Da geht nur einer rein. Dann haben wir einen noch hier rein. Und... Wir bauen noch einen, damit der andere Baum jetzt wieder. Ich hab doch irgendwann von den Steinen abgezogen, ne? Hier, da sind auch drei drin. Alter, was mache ich mit den Leuten? Der Baumeister, so. Du tust jetzt Arum basteln. Und was geht, fehlt hier? Vier Bären diese Woche. Einer von zwei macht ihr bitte. Alter, euer Dach ist noch mal. Einer von zwei? Achso, genau, hier wollte ich Fisch verkaufen. Jetzt habe ich keinen freien Arbeiter mehr. Dann wirst du... Wo ist Marktmitarbeiter? Steinhorn. Marktarbeiter. Ah, jetzt hat... Ist er zugewiesen. Guck mal, es gibt Fisch, Jungs. Frischer Fisch. Jetzt brauchen wir hier noch einen Werkzeugschmiede. Dann haben wir Asterix und Obelix. Dann gibt es immer die Diskussion, ob der Fisch frisch ist. Ich bin mal gespannt. Wo lagern wir denn aktuell eigentlich Fisch? Hier. Jetzt hat er auch Fisch. Der gute Junge. Warte ich mal drauf, dass hier irgendjemand kauft. Kauf doch Fisch. Fisch ist super. Der Fisch ist top. Oh, jetzt ist der Typ weggelaufen. Ich glaub's nicht. Jetzt kauft mal einen Fisch. Jetzt läuft der Typ weg. Du sollst auf deinen Marktplatz gehen und den Fisch verkaufen. Jetzt kauf. Der Typ. Boah, nee, ey. Hat sich einer entschieden, da zu bleiben. Was bist du? Ja, du bist der Marktmitarbeiter. Du? Schreiner. Ich habe gerade. Frei. Jetzt verkaufen wir hier mal Fisch, ansonsten gibt es hier bald keinen Fisch. Wir haben auf dem Markt 50 Fisch. Mehr Fisch als Bären. Und die Deppen kaufen trotzdem keinen Fisch. Warum wollen die denn keinen Fisch? Leckeren, frischen Fisch. Ich verstehe es nicht. So, genau, bauen. Biber bauen. Na, Förster, warte mal. Förster muss man mal bauen. Mein Hirn muss erst wieder aktiviert werden. Gib mir eine Sekunde. Schneider, Weberei, Schäferhaus, Lagerhaus, Sägewerk, Sammlerhütte, Holzfelder. Nehmen wir mal. Forsthaus. Ah, scheiße, war ich nicht irgendwas, dass ich da irgendwo hier Wald machen wollte? Ich setze den Förster jetzt trotzdem mal. So. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum sie so laufen, anstatt so. Aber ja, das ist jetzt deren Problem. Die Pracht eures Dorfes hat eine neue Stufe erreicht. Neue Freischaltmöglichkeiten. Welche? Wo?
Und vor allem wie? Ah, guck mal. 10 Mönche, 10 Leibeigene macht Dorfkirche. Da haben wir ja Kirchlein in dem London hier drin. So. Zaun, Holztor, Pipapo, Herrenhaus, Holzbrücken, eine Dorfkirche. Oh, ich darf schon eine Dorfkirche bauen. Jetzt ist die Frage, wo setzt man denn die depperte Holz, Dorfkirche hin? Das Hauptgebäude, oh Gott. Wir können natürlich sagen, dass wir die hier hinsetzen, alles auch hin. Mann, das ist so schwer sich zu entscheiden. Was, man, was hängt? Ich habe irgendeinen Blödsinn gemacht. What? Nein, aufhören. Passt nicht. Muss ich noch überlegen. Ich müsste hier eigentlich schon wieder einen freien Arbeiter oben stehen, aber arbeitslos. Alter, ich weiß schon, was du wirst, wenn der Försterladen hier fertig wird. Weil dann forsten wir jetzt in der Gegend erstmal hier hinten dauernd auf. Jo. Baumart hinzufügen. Ich kann den. Der Otto, der wird jetzt hier. Was hätten wir denn gern? Eine Eiche, ein Pappel, ein Kiefer oder ein Ahorn? Na, ich bin mal für eine Kiefer hier. Ja, eine schöne Kiefer. 50 Gold? Wartungsgold. Jetzt brauchen wir noch Regionen, ne? Brauchen wir noch Aufforstung. Hier kommt weg. Aber ich würde... Also wir nehmen Aufforstung hier serious, ne? Muss sein. Ist wichtig. Für den Baumbestand und so, ne? Deswegen tun wir hier so... Das ist aktuell das Forstgebietchen. Da soll er sich jetzt mal drum kümmern. Ich bin mal gespannt, wie gut er das hinkriegt. Wo ist denn unser Hiopai? Das wird wahrscheinlich der Otto sein, oder? War das der Otto? Nee, der Feldbäume, das ist eindeutig nicht Otto. Hm. Geben wir dem noch eine Pappel, oder? Ja, Pappel kriegt er auch noch. Ein bisschen Variation muss auch sein. Alter, wo bleibt Otto? Otto hat einen Job, der soll jetzt mal hier zack, zack hier, ne? Ah, da ist Otto. Und Otto läuft nach Hause, nachdem er kurz in seiner Hütte war. Hat er beschlossen, er will den Job nicht? Otto! Was machst du? Oh, Otto geht erstmal einen riesen Weg, um zu pflanzen. Oh, der pflanzt ein paar Bäumchen. Ach, cool. Ich hoffe, der macht nicht zu große Abstände zwischen den Bäumen. Ah, das macht er so ein bisschen random, oder? Alter, Leute, ich habe nicht so viel Jobs für euch alle, ne? Das müsst ihr euch bitte bewusst sein. Wir haben noch ein bisschen Engpass, aber das werden wir bald ändern. Sobald ich irgendwie eine Stelle gefunden habe, wo ich einen schönen Bauernhof baue. Warte mal, wo war nochmal der Button für Territorium? Alle befördern, sicherlich. 500 Gold erhöht die Steuern um 50. Uscha. Aber das da wäre richtig. Das müssen wir einmal abfarmen und dann hat sich das. Das werde ich bereuen wahrscheinlich. Ich werde es bei den Ausnahmen so sicherlich bereuen. Aber dann tun wir jetzt erstmal hier dem sagen. Abbau. Also das hier nicht. Und halt alles, was wir jetzt aktuell aufforsten, ist jetzt erstmal wurscht. Alter, wir brüllen draußen vor der Wohnung. Alter, brüllen, sag mal. Die Bäume müssen erstmal weg hier, ne? Wir müssen jetzt strategisch hier vorgehen. Also als erstes müsst ihr mal einen Weg nach hinten eindeutig schneiden. Das hier muss erstmal weg. Schafft ihr das, Jungs? Erstmal müssen wir da irgendwie reinkommen. Dann können wir da drin auch schön anfangen zu bauen. Gebäude fertiggestellt, Wohnhaus. Oh, da haben sie jetzt noch eins gebaut. Oh, da kommen noch ein paar mehr. Wo, wie kann man nochmal handeln? Warte mal, hier war irgendwo der Handelsbutton. Das Problem ist, ich sehe da nichts. Handel. Handelswaren. Fisch. Ich habe so viel Fisch.
Das können wir eindeutig. Wo ist mein Fisch? Da ist Fisch. Kaufen, verkaufen bis zu einem Wert von. Wenn ich so 30 auf Lager habe. Und da sagen wir mal 40, das ist eine gute Zahl. Dann ist das super zum Handeln. Was bietet um unsere Audienz hier? Mein Lord, wir müssen wählen, wem wir helfen. Wie oft noch, Jungs? Ich hab kein Brot. Ich glaube, ich baue mir hier unten noch einen Holzfäller. Und wenn ja, hat er noch zu tun. Oder sind mittlerweile alle Bäume, die ich mir hier unten aufgetragen habe, schon verschwunden? Nee, der unten ist. Ey, macht der was oder ist der faul? Jetzt halt mal ohne ich kann mit Escape. 3 Holzfelder, 64 Holz. Ah, vielleicht ist unser Lager einfach voll. Vielleicht können wir dann nochmal einen Lagerplatz bauen. Aber wir hätten hier noch Platz für Bretter und hier hätten wir noch Platz für Holz. Vielleicht einfach das Problem, dass einfach alles schon zu voll ist. Und dann können sie nicht mehr produzieren, weißt du? Das Holz haben wir hier so flop. Wir tun jetzt mal mir noch einen Mitarbeiter zuweisen. Du kriegst noch einen Mitarbeiter zugewiesen. Und du auch. Ich glaube, die sollten wir noch alle haben. Das geht doch ganz fein. Und jetzt gehen sie auch hoffentlich in den Fällen. Ja, da wackelt der Baum. Perfekt. Weil später machen wir da einfach hier noch einen schönen Fischerhafen hin. Das ist. Ey, das Spiel ist so genial. Ist klar, ich reg mich zwischendurch auf. Zack, wachsen die Bäume. Das geht so schnell. Ist unser Pappelmann denn schon wieder unterwegs? Oh, der Pappelmann, der läuft gerade nach Hause. Wie schaut's hier aus? Ah ja, forsten sie schon durch. Weil ich würde da oben oder hier irgendwo dann das Weizenhaus hinmachen. Aber dafür will ich erstmal einmal durchgehakt haben hier. Das schaut aber so aus, als. Alter, wir sind schon wieder voll mit Holz. Was? Ich brauche ein reines Holzlager. Bauen. Das ist ja brutal, was du an Lagerfläche brauchst in diesem Game. Alter. Also entweder mache ich es falsch. Wir können echt voll viel handeln, ne? Gewöhnliche Kleidung 20 Brot brauche ich, um die Nachbarstadt hier freizuschalten. Verkauft, bla 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 bla. Kauft Steinblöcke für 6 Gold. Bretter. Verkauft Bretter, warte mal, dann verkaufen wir. Habe ich schon zum Verkauf gesetzt? Und Bretter habe ich auch zum Verkauf gesetzt oder eher weniger? Bretter verkaufen bis zu einem Wert von 20. Verkaufen wir denn jetzt oder nicht? Alter Leute, ich will das loswerden. Ich habe so viel Holz auf Lager. Das ist nicht gut. Ich baue schon. Das ich habe 3 Lagerplätze. Wie sieht das eigentlich mit Essen aus? 100. Alter, guck mal. Wir können hier nochmal Fisch reinhauen und hier nochmal Bären, glaube ich. Wir sind voll. Ah, schon wieder ein Arbeitsloser. Ja, aber da haben wir gleich da mal gleich wieder ein Arbeitsplätzle für dich. Lagerhaus fertiggestellt. Genau, der braucht jetzt einen Mitarbeiter. Und ich sag dir gleich mal, du hast hier Holz, hier Bretter und hier auch Bretter. Und ich wette, das ist wieder bummvoll gleich. Ich kann mir so vorstellen, dass es gleich bummvoll einfach ist, ne? Ich baue jetzt hier einfach mal schon nicht die Windmühle, die Weizenfarm. Genau, das gefällt, das taugt ihm alles. Alles, was grün ist, taugt ihm. Attraktivität sehr hoch. Oh, niedrig. Dann kommt die Hütte jetzt hier hin. Das wurde jetzt beschlossen vom Rat, ne? Das passt jetzt. Forsthaus. Jetzt sag nicht, dass ihr alle arbeitslos seid.
Scheiße. Ja, dann. Also einen tun wir hier noch rein. Wer das sein will, ist mir wurscht. Der soll jetzt an Arbeiten kommen. Und der Rest, der kann halt in die Weizen farmen. Alter, ich hab zu viele Menschen in diesem Dorf gleich. Ich brauch Platz. Viel mehr Platz. Was mein Problem ist, ich bin halt so, weil ich bin halt ein bisschen penibel, ne? Jetzt will ich halt gute Flächen für meine Dörfer haben und dann ist halt. Wer läuft so eine Straße lang? Ich will die Straße selber anlegen. Kann ich nicht Steinpfade bauen lassen und die sind alle happy und sind zufrieden? Oder so? Wie kommen wir da schon wieder? Sind eigentlich nie, werden die nicht mal aus, auch, also leer sein? Haben wir 31 Meter von da zu Hause. Das ist die geilste Info in dem Spiel. Ey, yo, dein Mitarbeiter, der arbeitet 31 Meter von daheim entfernt. Mhm. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Woo!